Hallo zusammen hier auf Ape Crime for the Win. Heute gibt es hier Barbershop zusammen mit Jan und mir. Mir und Jan, wie man es sehen will. Ich habe das in den Kommentaren gelesen. Ihr habt geschrieben, ihr spielt mal Barbershop. Das scheint ziemlich lustig zu sein und kein Joke. Wir haben das vorher auch noch nicht getestet. Genau, wir sehen also, das gerade zum ersten Mal. Wir wissen jetzt nur, man ist halt selber ein Friseur und muss eine Frisur machen. So, okay, lass mal machen. So wie Rudi. Sorry, we're closed. Yes, sorry, we're open. Geile Mucke. Das ist Rudi. Wir sind Rudis, wie heißt das? Rudis Hair? Lounge? Hair Design. Rudi Gasser Hair Design. So. Hallo. Wie ist Ihr Name? Sie sehen ein bisschen krank aus. Was ist denn hier jetzt? Wie geht's? Also, das? Guck, du musst, das habe ich rausgefunden. So will der Typ aussehen. Aha. Also unten rechts dieser. Genau. Alles dieser klar. Also der Bart muss ab. Okay. Ah! Hä? Wow! Hä? Nee. Ja, ist aber schon sehr stark, sehr stark. Hier kann man ja nichts falsch machen. Hallo! Als ob man so da macht! Hä? Okay, ja, Finish, oder? Ja, wo ist, gut. Ist denn rechts, Finish? Rechts, rechts, Finish. Wir sind fertig. Rudi hat seine Arbeit Nein. gemacht. Nein! Hä? Doch. Summary. Performance. Wow! Hä? Alter, mega! Wir haben einen zufriedenen Kunden schon. $45. Krass. Für das Bart rasieren? Bist du hier in stimmt, das ist schon viel. Dubai oder was? Ah, guck mal, so. Hä, wir können uns was kaufen. Razors, Basic, Large. Das. Ja, okay, nehmen wir. So eine Rasierklinge. Geil. Oh, das ist so geil mit dieser Rasierklinge, diesen ja, Nacken. Ja, kennt und so. Ihr das? Hier oh. Hinten. Wie benutzt man. Hä, jetzt hab ich das. Hä? Oh mein oh Gott. Oh mein Gott, Alter, du schlitzt den auf. Ah! Was ist das denn? Ja, so geht das. Oh mein Gott, du hast das Ohr aufgeschlitzt. Pass auf, nimm den Rasierer erstmal. Nee, der will das. So ein Samurai. Da ist noch ein Haar. Ja. Ah! Oh mein Gott. Hallo. Ja, ja, perfekt, perfekt. Wie kann der denn zufrieden sein? Wir haben sein fucking Auge aufgeschlitten. Geschlitten. $85? Stark. Okay, wir können neues Basic Small. Geil. Ist das? Geil. Continue. Ist ja immer derselbe. Hä, der will ja auch immer gleich aussehen. Er kommt einfach jeden Tag zum Friseur. Oh, ein bisschen das Ohr verfickt. Hallo. Sehr stark. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr oh, gut. Okay, finish. Mega schnell. Oh, fuck, es gibt keinen. Der muss jetzt aber Geld abdrücken dafür. Rudi, ja, 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 ja. Oh, oh, oh mein Gott, wie viel Dollar? 100? Gnadenlos, nee. 85? Ist das ein Scheiß? Stark. Ah, doch, ah jetzt will er was anderes. Guck mal, oh, jetzt shit, das. Jetzt geht's los. Okay, den ja. Machen wir jetzt perfekt. Hä? Der nimmt ach, Mausrad, Mausrad. So. Ah, wir können, wir haben noch mehr Klingen. Okay, jetzt aber. Ich mach den richtig. Ja, ja, perfekt. Oh, ich mach mich richtig oh. Glücklich. Shit. Boah, Leute, ich muss euch sagen, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, bei mir ist das richtig schlimm. Meine Haare wachsen so schnell. Ich ja, muss mich so oft rasieren, wirklich. Das ist richtig an alle Typen. Schreibt mal rein. Ist ja. Das bei euch, findet ihr das nervig? Oder wachsen bei euch die Haare erst nach einem Monat? Oh, fuck. Oh, voll oh nein. Nee, 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 das ist schlecht. Och, der ist zufrieden. Stark? Ist okay. Mm. Warte, mach du mal. Okay. Freunde, wo wir beim Bar-Thema sind, ihr habt sicherlich schon gesehen, wenn nicht, André vs. Genghis auf, am Sonntag kam das. Da habe ich ja verloren und jetzt darf ich mir einen Monat lang nicht den Bart rasieren. Deswegen, ich weiß nicht, ob man es hier schon sieht. Es ja. Geht noch, aber manche, das ist auch so komisch, manche Haare in diesem Bart sind so deutlich länger. Ja. Ach krass, guck mal, du musst, der will ja, oben ja, glatt. Stimmt. Boah, das ist schwierig. Musste mit Klinge gleich. Mann, Alter, was hat der denn für Finger? Ist das ein Alien oder was? Und das ist so, auch gerade diese Haare hier.
Die wachsen einem in so einen Mund. Ja, ja, die kommen so runter irgendwann, ne? Ja, ja. Okay, das müssen wir aber gut machen. Obwohl, nee, ich kann erstmal. Bin ich dumm. Ich kann alles abmachen. Ja. Ja, stimmt. Ja, hier ja, auch. Ram, ram, ram. Da krieg ich schon mal keinen Zeitbonus hier. Bisschen geschlafen, der Rudi, ne? So, hier ist alles glatt. Okay. Kleine Messer, große Messer? Klar, ja. Ja. Sehr gut. Bis wohin gehe ich denn? So, ne? Oben weg auch, ja. Oben auch weg. Schön in den Mund. Ja, doch, ist schon gut. Hier unten, was will er da? So, ne? Ja, ah, da ja, ist er rausgerutscht gerade ein bisschen. Ja, ja. Das hier noch. So, den nehmen wir mal. Was ist denn das Erste? Ach so, diese... Das Genauigkeit, Genauigkeit, ne? Genau. Treffsicher. Treffsicher. F! Was? Schlecht. Ich hatte schon ein A als Grade. Okay, jetzt muss ich auch ein A machen. Kaufen wir was Neues hier? Haben nix. Ach so, man kann auch hier, guck mal. Hey, was ist das? Ach so. Capes? Ain't she sweet? See her walking down the street. Hä? Ist das derselbe? Nee. Ah nee, der will hier oben links. Ja, das ist sau schwer, okay, das hatte ich gerade. So, jetzt ganz schnell. Oh fuck. Hä? Du musst drücken. Ja, mach ich. Pass auf, das ist. Nein, was machst du? Ach ja. Hä? Ist doch noch. Ja, geht. Das ist der Billo. So, kennst du noch aus der Tagen McCut? Ja. Oh Mann, das hat 10 Euro damals ja, gekostet. Ja. Und die haben in 5 Minuten warst du von 0 ja, auf 100. Ja. Ja, stimmt. Und dann sahst du aber auch aus wie einfach Schere. Ja, ja, so ja, wie wir ja, das halt machen hier. Und das hat doch, nee, das hat irgendwie, ich glaube, 8,50 Euro oder so gekostet. Und dann war das irgendwann auf 9,50 Euro und dann haben sich diese Kunden so mega abgefuckt. Ja, ey, darüber. Jetzt bezahlen wir, ich bezahle 40. Ja. Ja, dafür so. Ist das aber auch geht, ne? Gut gemacht mit Zeit ja, und zu ja, waschen so. Und so ist schon besser. Wenn ihr ein bisschen ja, übrig habt, Leute, geht nicht zu solchen Müllfriseuren, ey. Ja, aber ey, 40 Euro für ein Ding ist auch schon voll viel Boah, Geld, Alter. Weißt du noch, da waren wir in Berlin und da haben wir irgendwas gemacht. Ich glaube irgendwie, ich glaube, da haben wir Album produziert. Ah, ja, ja, und dann ja, bin ja, ich ja, zum Friseur gegangen ja, ja, ja. Und dann musste ich mir die Haare selber föhnen. Die nee, waren nass. War da, wir waren doch erst drin und dann sagt, ah, hallo, kann man in die Haare geschnitten ja. bekommen? Dann kam dieser Typ da, der draußen geraucht hat, hat das halb gemacht und dann kam da Ach irgendwann ja. eine Frau. Stimmt. Und musste das so zu Ende machen. Uff. Und dann, ja, föhn kannst dich selber, ist da vorne und so. Das war wirklich so. So guck mal, ich habe hier so ein Monster-Ding gekauft. Der, ich habe hier gerade einmal rüber, mega, hier ist alles schon weg. Mega Gillette. Fuck. Jetzt mach mal hier. Ja, ist schon verloren. Ist voll verkackt. Voll verkackt. Mega verkackt. Mega schlecht. Okay, los, weg. Weg mit dem, Alter. Schnell raus. Hä? Hä? Ist ja so. Yo! Guck dir mal diesen Bart an. Alles auf 100. Ist null so. Absolut Müll, wirklich. Guck mal, diese Haare hängen da so alle, ja. Er ist ja mega dumm. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Ja. So, continue. Wir nehmen hier den Mega-Rasierer. Nee, der muss Klinge nehmen. Ich mach Wir hätten aber mal so ein paar andere ja, Models ne? noch nehmen können. Das ist ja immer derselbe Wichser. Nee, das machen wir weg, Freunde. So ein Hitlerbart. Früher hat man sich auch immer, da wusste man noch nichts über dieses Rasieren, da hatte man immer diese Klingen genommen, also diese ja, oh, ja. Ding, ey, und dann immer so hat das geblutet und so diese Pickel auf mit Blut und so. Das ich rasiere so mich immer nur mit einem Trimmer. Ja, ich wirklich. Auch. Nie mit sowas, was nee, wir hier gerade dieses machen. Babyglatt ist auch voll, das sieht gar nicht gut aus. Ach, der gibt eh voll Komm, alles. Hier. Jag dir mal dieses Messer, macht's ein paar Mal in den Kopf rein. Mach mal wir richtig. Sind eh schon rich. Mach mal richtig schlecht ja, diesen ja. nächsten. Wir brauchen, wir sind abgesichert, Leute. Wir haben $85 mit jeder Rasur hier bekommen. Wir können in Urlaub, so. Mach mal nur Minus, in diesen, nur in diesen Kopf. Ja, ja, dreh den mal. Kannst du in den Hinterkopf? Das ist ja mega dumm. Okay, warte. Jetzt mach, ja, jetzt, ja, okay. Jetzt mach mal Finish. Wie viel Geld kriegen wir jetzt dafür?
Ich mache einen Friseursalon auf, Leute. Das ist ja easy Geld. $50? Hä, okay. Unfassbar. Ist null so, Alter. Ist null so. Okay, einen machen wir noch. Ein letzter, so. Gibt's hier auch mal irgendwie Abwechslung in dem Spiel? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier kann man auch nur eine Folge Let's Play, dann ist der Witz auch schon vorbei, ey. Ich glaube auch. Okay. Ja, lass den so. Guck mal, lass den nee, das ist der Mega-Speedrun. Wenn ich jetzt hier nicht volle Punkte, ist alles perfekt. Ich habe den noch nicht einmal geschnitten. So, perfekt. Perfekt. So. Ja, wow, toll. Vorhin sah da einer aus wie Bär um Eier und hast du auch voll bekommen. Heftiges Game, $85 wow. Für eine Rasur, Freunde. Wow, muss nicht sein. Ich glaube, 10 Minuten von diesem Spiel reicht. Ja, ich glaube auch. Continue und wir schließen unseren Laden wieder, Freunde. Ja, weg damit. Danke, schreibt uns wieder rein, was wir uns noch holen sollen. Es gibt ganz viele solche Müll-Games, die sind aber eigentlich richtig geil, macht voll Bock. Wie immer in die Kommentare unten schreiben. Wir finden das. Danke. Wir sehen uns wieder morgen auf Elk Prime for the Win. Checkt auch TV ab und so. Ciao.